Putin verleiht Deutschen die Ehrenstaatsbürgerschaft. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Der russische Präsident hat die Möglichkeit, ausländischen Bürgern, die besondere Verdienste um die Russische Föderation haben, die Staatsbürgerschaft ehrenhalber zu verleihen. In der Vergangenheit gab es bereits derartige Anerkennungen für deutsche Staatsbürger. Jetzt erhielt ein Kulturschaffender aus Deutschland die Ehrenstaatsbürgerschaft. Der russische Präsident Putin hat Anfang der Woche einen Ukas unterzeichnet, welcher die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft an eine Reihe von ausländischen Bürgern betrifft und welcher gleichzeitig die Entlassung aus der russischen Staatsbürgerschaft für russische Staatsbürger betrifft, die dies entweder beantragt haben oder denen die Staatsbürgerschaft auf Antrag verliehen wurde und wo sich herausstellte, dass die Grundlagen für die Verleihung nicht den Anforderungen entsprachen. 30 Ausländer haben die Staatsbürgerschaft erhalten. Unter ihnen auch der Deutsche Hans-Joachim Frey, tätig als Theaterregisseur. Er ist auch der Autor des Buches »Lernen wir Russland zu lieben«, welches in Deutschland zum Bestseller wurde. Es wurde auch in Russland verlegt. Das Vorwort zu diesem Buch hat Präsident Putin persönlich verfasst. Hans-Joachim Frey ist auch der künstlerische Leiter von Siriusa, der Bildungsstiftung Talent und Erfolg, Generaldirektor des Opernballes in der Semperoper in Dresden und Berater des Generaldirektors des Bolschoi-Theaters in Moskau. Hans-Joachim Frey ist Jahrgang 1965 und wurde in Deutschland geboren. Während der Präsentation seines Buches im Mai in St. Petersburg kommentierte er, dass er im Verlaufe seines Lebens in Russland gelernt hat, das Land zu lieben. Er möchte seine Gefühle für das Land mit der ganzen Welt teilen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.